Hallo Leute, willkommen zu meinem neuesten Video für die homoj.de Community und natürlich meinen YouTube-Channel youtube.com/forsti. Außerdem könnt ihr mich auch finden auf Facebook und ja, ich werde die ganze Zeit darauf hinweisen und ich möchte meinen Facebook ein bisschen zum Laufen kriegen. Wenn ihr bei Facebook Henning K. sucht, dann findet ihr facebook.com/henningk.fanpage und das liken oder die Twitter-Beiträge liken oder sowas, das würde mich sehr freuen, das erhöht meine Reichweite und dann machen die Videos, die ich momentan erstelle, alle mehr Sinn. Zunächst einmal zu dem Video, welches jetzt gerade noch veröffentlicht wird, also das dritte Video von dem Standardspiel aus Hannover, ist noch nicht veröffentlicht zur Zeitpunkt der Aufnahme, aber bisher ist das Feedback doch recht gut, auch wenn es nicht viel Feedback gibt bisher, aber ich selber bin auch sehr zufrieden mit der Aufnahme, besonders, dass die Karte so schön groß zu sehen ist und so. Ich glaube, dass es an dieser Stelle weitergehen kann und dass ich mehr Aufnahmen machen sollte bei unseren Friday Night Magics. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Im Grunde brauchen wir ja eigentlich nur eine HD-Webcam ja und so einen Lebenspunktezähler. Und den Rest kann man dann ja zu Hause am Wochenende machen. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich. Mir gefällt es selbst ziemlich gut. Und ich denke, wenn sich ein bisschen rumspricht, dass auf homoj.de solche Videos zu sehen sind, dann ja, kommen mit der Zeit auch mehr Hits drauf. Aber über 3000 auf dem ersten, das ist schon mal ziemlich gut, finde ich. Es ist ja nicht das erste Magic-Video und offensichtlich ist es aber das erste Magic-Video, das mehr Hits hat als die Vorgänger. Ja, also das ist, denke ich, gut. Der Trend geht wieder hoch. Also scheint das Video auch gut zu sein. Heute will ich mit euch draften, ihr seht es natürlich schon. Wir sind hier noch in den Release Queues. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was es da Besonderes gibt. Ich habe mich für einen 8-4er Draft entschieden. Und zwar stehe ich jetzt bei den Real Life Drafts insgesamt 17 zu 5. Also 17 Wins und 5 Niederlagen mit meinen Drafts und dem Pre-Release. Das ist ja ein Sealed gewesen, aber ich glaube, ich kriege es einigermaßen hin, das zu draften. Und deswegen traue ich mich mal, einen 8-4er zu spielen. Das bedeutet, wenn ich die erste Runde verliere, gibt es nur ein Spiel. Und ja, da haben wir auch schon den ersten Booster. Ich habe schon wieder eine Worrel aufgemacht. Das ist echt nicht das erste Mal, dass ich das tue. Dann haben wir hier, also ich versuche das mal immer so kurz im Bild zu halten, dass ihr einmal stoppen könnt. Die kann Marken verdoppeln auf Kreaturen. Ist aber schon zweifarbig und, naja, fordert so diesen Simic-Plan. Dann gibt es hier den Deputy, der Flash hat, 2-2, und eine Kreatur wieder auf die Hand nimmt. Ziemlich nice. Und den Viashino First Blade, auch super nice. Wenn er ins Spiel kommt, kriegt er +2/+2. Blast of Genius ist auch eine sehr gute Karte. Lest euch die am besten einfach bei auf Stopp durch, wenn ihr sie noch nicht kennt, oder guckt nebenbei andere Sachen nach. Ich mag die Worrel halt echt nicht so gerne, weil sie mich schon sehr in einen Spielplan reinzwingt. Und ich picke den First Blade hier über der Worrel. Und werde wahrscheinlich dann hier einen Boros Draft starten damit. Den Scapeland Giant gibt es noch, finde ich auch recht gut. Es ist Sinn. Also die Worrel kann man natürlich auch picken. Dann haben wir hier noch einen First Blade, ein Gruul Warchant, was wahrscheinlich die bessere Karte ist als der First Blade. Genau. Und deswegen nehme ich hier den Gruul Warchant. Der hat mich einfach beim letzten Draft super überzeugt. Über dem First Blade. Ich denke, das kann man machen. Each attacking creature you control gets +1/+0. Ist schon ziemlich nice. Battering Krasus ist halt auch ziemlich gut. Aber Gruul Warchant sollte man ja auf jeden Fall picken, nehme ich mal an. Hier fehlt eine andere Ankammern. Ich weiß nicht, was über den Gruul Warchant gepickt wurde. Oh, ein Maze's End. Ein Sin Collector. Ein Notion Thief. Was wurde denn hier bisher rausgenommen? Dann haben wir ja noch drei Klosteine. Hired Torturer. Eigentlich möchte ich ja jetzt schon irgendwie was picken, was hier in den Farben ist. Aber offensichtlich sind die Farben gar nicht so offen, wie es mir lieb wäre.
Also, dass hier Profit and Loss noch drin ist und ein Sin Collector, das ist schon ziemlich heftig. Und ich würde auch sagen, schwierig. Also es geht hier um Sin Collector oder Profit Loss. Ich glaube, ich nehme Profit Loss, damit ich eventuell es als Profit spielen kann. Über dem Sin Collector. Obwohl ich den Sin Collector als Einzelkarte lieber mag. Dann haben wir einen Gleam of Battle, was auch super nice ist. Einen Rakdos Drake, was irgendwie auch schon ein Zeichen sein könnte, dass es offen ist. Dann haben wir noch so einen Deputy. Den Goblin Test Pilot kann man total vergessen. Das Gleam of Battle ist auch super nice. Whenever a creature you control attacks, put a plus eins Counter on it. Ja. Ist halt, falls man längere Boros-Spiele hat, auch ziemlich nice. Ich glaube, ich nehme hier den Deputy. Und dann geht es in Richtung UWR. Oder ich kann auch den Rakdos Drake nehmen, weil Blau habe ich bisher noch gar nicht gepickt. Dann geht es in Richtung Rot, Weiß, Schwarz. Kann man mit leben, würde ich sagen. Tristani Summoner ist eine super krasse Bonkers-Karte. 7 Mana und es kommen drei Kreaturen ins Spiel. Einmal die 1-1-Kreatur hier, dann eine 2-2, eine 3 und noch eine 4-4. Oh Gott, hier ist noch ein Deputy. Jetzt habe ich aber auch schon so viele Deputies durchgelassen, dass der hinter mir garantiert Azorius sammelt und da nicht mehr viel zurückkommt. Das ist halt so meine Angst. Protect and Surf ist keine besonders gute Karte. Runner's Bane könnte man noch nehmen. Ich denke, der Deputy ist hier die beste Karte und deswegen nehme ich sie nochmal. Dann haben wir einen Rubble Belt Marker, was ziemlich gut ist. Was uns dann wieder in Richtung Rot bringt. Obsidian's Aid, return target permanent card from graveyard to the battlefield. Auch ganz nett. Hier sind die Rubble Belt Marker definitiv die beste Karte, weil man sie noch für ein Mana 3-3 Blood Rushen kann. Dann haben wir ja noch Gatekeeper, obwohl wir noch kein einziges Gate gepickt haben. Ah, ich denke, Rot wird schon eine Farbe sein, die ich spielen möchte. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall Rot zurückkommen, da bin ich mir recht sicher. Die roten Gatekeeper kann man nehmen und man kann auch den Hired Torturer nehmen. Ah, den weißen Gatekeeper natürlich. Den grünen würde ich jetzt momentan nicht so gerne nehmen. Ich kann auch hier einen Klostein nehmen. Ich denke, ich nehme jetzt hier den weißen Gatekeeper. Das ist ein ziemlich wilder Draft. Dann ist hier der Staple Rock. Eine späte Karte, die mich in Richtung Boros bringt. Das ist der Rock definitiv die beste Karte in dem Paket. Pivotal Plants ist halt auch noch super nice, aber eigentlich möchte ich kein Blau mehr spielen, nach dem, was ich alles genommen habe. Dann ist der Blast of Genius sogar getabled. So viel zu, ich möchte eigentlich kein Blau spielen. Das könnte sich doch noch zu UWR entwickeln, ehrlich gesagt. Schwierig. Blast of Genius ist hier definitiv die beste Karte, aber ich könnte auch einen Klostein nehmen. Da bin ich kein Fan von, ehrlich gesagt. Hier bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Grün-Weiß, Rot-Weiß, nehmen wir hier den rot-weißen Klostein. Dann haben wir hier noch einen Hired Torturer, was wahrscheinlich die beste Karte ist.
Dann hier noch einen rot-weißen Klostein. Damit bin ich eigentlich ziemlich klar in Orsov, oder? Also würde ich jetzt mal so sagen. Noch ein Orsov-Klostein. Hier ist ein Fock, was auch eine nice, eine schöne Sache ist. Tja, jetzt fragt sie nur noch, was ich mit Orsov zusammen spiele. Also Gruul Warchant spiele ich offensichtlich nicht. So, wenn wir Orsov spielen. Tja, das hier ist natürlich ein super krasser Boros-Booster. Die Helbediers sind wahrscheinlich die beste Karte davon. Skyjack ist halt auch super nice. Boros Elite ist auch richtig krass. Cursory Denizen ist krass. Ich könnte bisher auf Schwarz noch verzichten. Welches ist hier die beste Karte? Schwierig. Welches ist die beste Karte für mich? Ich mag den Denizen sehr gerne. Die Helvediers sind aber wahrscheinlich, wenn ich ein Boros-Deck drafte, eine gute Portion besser. Ich nehme lieber den Skyjack, um offen zu bleiben in den Farben. Mal gucken, was weitergeht. Weil der Skyjack halt mono-weiß ist und weiß spiele ich auf jeden Fall. Das ist für mich jetzt klar. Kriegen wir noch einen Larsaf, der halt nicht besonders gut ist einfach. Das Copa Guildmage ist definitiv eine krasse Orsov-Karte. Dutiful Trial ist halt auch eine krasse Orsov-Karte, aber nicht so gut wie der Copa Guildmage und ja, für mich ist das hier wahrscheinlich der First Pick. Der Homing Lightning ist auch richtig gut. Doppelrot allerdings und offensichtlich werde ich wahrscheinlich nicht mehr rot gehen. Auch wenn ich hier schon recht gute rote Picks habe, aber der Warchant ist leider eigentlich unspielbar. Jetzt wird's halt spannend, was jetzt kommt. Wenn jetzt noch rot, gute rote Karten kommen, dann spiele ich halt dreifarbig Aggro. Und hier ist es eigentlich ganz klar, das Grizzly Spectacle. Hier ist noch ein Skyjack, was auch ganz nett ist, aber das Spectacle ist wahrscheinlich das beste Removal, das ich kriegen kann. Und damit ist Rot eigentlich dann auch gestorben. Grüne Karten kommen halt auch ganz gut noch vorbei. Also wieder zurück. Das heißt, rechts von mir sitzt wahrscheinlich jemand, der Gruul spielt und sich sehr freut. Würde ich mal sagen. Wenn ich meine Picks bisher so angucke, bin ich noch gar nicht mal so zufrieden. Ein Pitfight, Dutiful Trial. Dutiful Trial ist wahrscheinlich hier der First Pick für mich. Die Corpse Blockade ist halt auch super gut, aber der Trial ist wahrscheinlich noch eine Portion besser als die Corpse Blockade. Außerdem table die Corpse Blockade später vielleicht sogar nochmal. Tja, den Warchain kann ich wohl nicht mit reinnehmen. Also bisher habe ich den Orsov Cluestone eigentlich auch noch gar nicht so richtig nötig. Und ich bräuchte unbedingt mal was, was hier oben so die Spiele gewinnt. Drumherum. Gutterskulk, Pfeifalarm, Fire.
Pfeifen am Feier ist halt auch eigentlich ziemlich gut. Shamble Shark so spät. Aber auf die Farben kann ich eigentlich gar nicht mehr wechseln. Für mich ist hier der Gutter Skike die beste Karte. Ist wahrscheinlich auch keine zwei Meinungen. Frid Oculus ist ziemlich gut. Totally Lost ist ziemlich gut. Ember Beast ist eine feine Sache. Slate Street Ruffian ist gut. Boah, hier ist noch ein Illusive Krasis. Wie sick ist das denn? Kann jetzt kaum noch irgendwie Illusive Krasis hier rausnehmen. Ich glaube, Deathcult Rogue ist hier schon die richtige Karte zum Picken. Aber dass da der Illusive Krasis so weit rumgeht, ist schon ziemlich traurig. Ah, ich glaube, ich habe mich da im ersten Paket verwirren lassen. Nur noch Helbedias. Definitiv noch spielbar. Wenn ich jetzt noch ein paar gute Rakdos-Karten bekomme, dann kann man da wahrscheinlich noch ein Rakdos-Agro-Deck draus machen mit Weiß. Da ist noch nichts verloren, würde ich sagen. Daher Torturer passt halt nicht so schön da rein. Der Dutiful Trial passt da nicht so schön rein. Ich nehme mal noch das Ember Beast mit. Schwierig, schwierig. Haben wir noch Helvediers, Bomber Corps oder Scorchwalker? Würde ich im aktuellen Format die Helvediers, ja, auf jeden Fall nehmen. Towering Thunder Fist. Ist hier wahrscheinlich noch ganz okay. 4-4 immerhin. Kann man wohl spielen. Dann hier noch ein Act of Treason über dem Skullcrack. Foundry Street Denizen. Ja, kann man machen. Structural Collapse. Werde ich wahrscheinlich nicht spielen, aber würde ich dann eher noch picken. Dann hoffe ich jetzt, dass ich Money aufmache am letzten Booster, weil bisher bin ich von meinem Draft noch nicht so überzeugt. Supreme Verdict immerhin ein paar Tickets wert, aber das ist ja eigentlich nicht mein Pick. Also, Soulsworn Spirit, super nice. Sluiceway Scorpion, super nice. Der 2-1 Sewer Assembler ist super nice. Und die Lobber Crew ist super nice. Ich guck mal eben, was das Verdict wert ist online. So, hier kann man, glaube ich, in dem Booster sogar das Verdict picken, weil ich da nicht viel verliere. Weil die Alternativen sind einfach für mein Deck quasi unwichtig. Was ein bisschen traurig ist. Na, das Verdict ist leider wirklich nur 1,82, also ein Ticket wert.
Also ich glaube, der Aggressor ist hier ein vernünftiger Pick, wenn ich so einen Rakdos Midrange Aggro Deck baue. Die Lobber Crew ist vielleicht auch gut, aber ich bleib mal beim Minotaur und Aggressor. Dann haben wir den Dead Reveler, den mag ich recht gerne. Tenement Crasher ist super nice. Drei Drops habe ich halt zu Genüge. Den kann man noch unleashen, dann ist er schon eine ziemlich interessante Kreatur. Die Launch Party ist natürlich auch super gut. Aber ich glaube, ich möchte keine Removal. Brauche ich noch Removal? Eigentlich schon. Electricery ist eine interessante Sache. Havoc Festival brauche ich jetzt nicht. Periculous Shadow ist ziemlich gut für mich. Ah, das sind hier schon drei Karten. Tenement Crasher, Dead Reveler und Periculous Shadow. Ich glaube, ich sollte den Tenement Crasher nehmen, einfach um dicke Kreaturen zu bekommen. Denn meine 3-Drop-Liste ist doch schon ziemlich gefüllt. Und hintenrum habe ich ja vorhin bemängelt, dass ich keine fetten Kreaturen habe. Hier ist der Chainwalker wohl ziemlich deutlich die beste Karte für mich. Da brauche ich, glaube ich, auch nicht lange überlegen. Also grün kommt halt ordentlich zurück, blau kommt ein bisschen zurück. Hier eine Promenade, Izzet Guildgate, was ich nicht brauche, Tavern Swindler, der irgendwie ein bisschen komisch ist. Also hier ist wohl der Chainwalker. Ziemlich klar der Pick. Thoughtflare ist gut, Nightly Veiler ist gut, Eyes in the Sky ist gut, Treacherous Instinct ist gut. Ist halt so eine ein Mana günstigere Geschichte von Act of Treason. Ihr merkt vielleicht schon an meiner Stimmlage, dass ich nicht so ganz zufrieden bin mit dem Draft bisher. Nightly Veiler überzeugt mich nicht mehr so. In Return to Ravnica war es richtig gut. Irgendwie ein Dragon's Maze, Return to Ravnica Block. Es ist irgendwie nicht mehr so mega gut. Ich glaube, Eyes in the Sky ist hier wahrscheinlich der bessere Pick für mich. Central Healer ist ganz klar mit Abstand die beste Karte hier. Ah. Eyes in the Skies. Sunspire Griffin, wow, Risen Sanctuary, 8-8 Vigilance für 7 Mana ist einfach super geil. Dann haben wir noch einen Tenement Crasher, was auch gut ist, ein Frostborn Weird, den ich halt kaum spielen kann, weil ich dreifarbig spielen werde. Und aufgrund der Dreifarbigkeit ist es wahrscheinlich wirklich besser, den Tenement Crasher zu nehmen. Weil der Griffin einfach zwei Weiße braucht und der Tenement Crasher im aktuellen Format, denke ich, besser ist. Sar Patrol ist gut. Der Wild Beastmaster. Was auch immer hier passiert gerade. Wild Beastmaster ist auch ganz okay. Tja, für mich gibt es hier eigentlich nichts. Screamade, naja. Ist halt eine Sideboard-Karte dann. Könnte auch die Hussar Patrol haten. Ich glaube, ich nehme einfach das Cremate. Ein Slaughter Games. Mal gucken, was das wert ist. Wahrscheinlich auch nichts. Rares sind online nichts wert eigentlich. Warum kann ich das denn nicht schreiben? Keine Ahnung. Irgendwie finde ich das nicht. Der Shred Freak ist hier wahrscheinlich eine ganz gute Karte. Auch wenn er mich nicht
wirklich überzeugt bisher, aber er passt jedenfalls in mein Deck. Haben wir einen Rakdos Charm? Destroy Target Artifact oder Each Creature deals one damage to its controller, was ganz gut ist eigentlich. Kann man auf jeden Fall mitspielen. Haben wir noch einen Combat Trick? Den Swift Justice nehmen wir mal mit. Periculous Shadow kann man noch casten, vielleicht. Nehmen wir mit. Also die Ratten kann man halt auch noch irgendwie spielen. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht werde. Eine Phantom General ist halt ziemlich cool, aber nichts für mein Deck. Trotzdem nehme ich den dann deswegen. Tja, das Downsize geht einmal rum. Bin ich mal gespannt, was es jetzt für ein Deck wird. Wenn ich das so richtig sehe, dann wird es wahrscheinlich ein rot-weißes Aggro-Deck ohne Bomben. Mit Schwarz-Splash. Mal gucken, was da gleich rauskommt. Also den Draft werde ich mir auf jeden Fall noch in meiner Wiederholung anschauen. Ich glaube, das ist der schlechteste, den ich bisher gemacht habe seit Dragon's Maze. Da hat sich auf jeden Fall irgendwie auch was gedreht. Ja? Also, dass ich zu Anfang irgendwie Gruul Warchant genommen habe, dann war Gruul irgendwie nicht mehr offen. Auf dem Rückweg war Gruul total offen. Ja. Gut, probieren wir es mal. Also, der. Dann haben wir den. Ich nehme erstmal alles rein. Das nicht. Das nicht. Problem ist halt, dass zwei wirklich gute schwarze Karten leider doppelschwarz sind. Ja, ein bisschen was. Den da, die Halberdiers und den First Blade. So. Sind 23 Kreaturen, 31 Karten. Da kann man ja schon ein bisschen was cutten, ne? Also das Cremate kann man schon mal cutten. Dann können wir das hier alles mal bei Mana Cost sortieren lassen. Dann würde ich doch mal noch ja, ich würde hier schwarz rauswerfen, würde ich sagen. Den Hired Torturer kann man weglassen. Death Cult Rogue sollte man weglassen. Diese beiden wirklich guten Karten, die doppelschwarz kosten, sind wahrscheinlich nichts Passendes. Die Gatekeeper haben ja eigentlich wenig Sinn. Die Phantom General hat wenig Sinn. Das sind Bird Token, die lasse ich mal bei den Kreaturen. 17 Kreaturen. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Und jetzt passiert das, wovor es mir gegraut hat. Ich kriege keine 23 Karten zusammen. Also der Torturer drückt ja schon noch so seine zwei Schaden immer durch. Also das kann man wohl noch spielen. Dass ich den Gruul Warchant nicht spielen kann jetzt, ist halt echt traurig. Aber dann kann ich natürlich auch immer Cluestones noch spielen. Und zwar haben wir hier einen Orzhov Cluestone, den ich wohl auch zocken sollte.
Und mir gefällt der Denizen in meinem Deck nicht. Den kann man dafür rausnehmen. Haben wir noch einen Act of Treason. Irgendwo versteckt auch so das Eis in the Skies. Das versteckt sich hier noch. Ja, damit haben wir schon mal eine schwarze Quelle für die Karte quasi. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4 schwarze Quellen, die ich auf jeden Fall brauche. Eher 5. Das heißt, ich will eigentlich 6 Swarms haben. Was soll denn das? Suggest. Nehmen wir mal 5 Swarms. Dann gehe ich auf 17 Länder. Ja, das ist halt. Nicht gerade das, was ich draften wollte. Was ist denn das jetzt? BRW Draft Deck. So spielen wir das erstmal. Boah, dass ich Cruel War Chant nicht spielen kann, ist halt so traurig. Aber wahrscheinlich hat der mich auch ein bisschen verführt, der War Chant. Ja, gut, und die Spiele werde ich dann in der Replay-Funktion kommentieren, damit ich mich nicht zu sehr verzocke. Insofern war es das erstmal mit dem Live-Magic und die folgenden Spiele sind dann im Nachhinein kommentiert. Das hat einfach den Sinn, dass ich mich viel zu viel verspiele. Also die Hälfte der Drafts konnte ich halt nicht hochladen, weil ich mich super krass verspiele und dann mega krass ärgere. Super krass, Alter. Weil, ja. Das geht halt einfach nicht. Da muss ich zu viel denken beim Spielen. Dann kann ich die ganze Zeit quatschen. Das geht einfach nicht. Dann, wenn ich das im Nachhinein mache, dann kann ich das alles ausführlich machen und immer schön Stopp drücken, so wie das in dem Live-Magic-Video auch war. Also, bis zum ersten Spiel.